So, Retzika, meine Lieblingskunde, wie geht's dir? Oh, mir geht's blendend. Die neue Attraktivstaffel. Mhm. Und du kommst nochmal zum Auffrischen vorbei. Ja, ja, ja. Hat's nötig. Ich sag's dir. Was möchtest du denn trinken erstmal? Eine Wasserschorle. Ah, du, pass auf, ich hab was ganz, ganz Neues. Ist aber nicht vegan. Ist mir doch scheißegal. Sehe ich aus, ob ich einen Knödel auf dem Kopf habe und einen Vollbart. Naja, über den Bart müssen wir gerne was streiten. Aber pass auf, Fruchtwasserschorle. Ist da nicht total schwierig, an die Zutaten ranzukommen? Gar nicht. Im Salon Nonsens doch nicht, meine Liebe. Natürlich. Ich habe ein ganz tolles Angebot für schwangere Frauen. Oh. Die kommen bei mir zum Haare machen. Oh. Währenddessen wird eine Schüssel unter den Stuhl geschoben. Oh. Und ich hau die so lange unter die Trockenhaube, bis die Erde abgeschlossen ist. Du bist clever, Barbara. Ich weiß. Und das Beste ist, nach der Geburt kommen die nochmal bei mir zum Haare schneiden. Weil so eine Geburt, die versaut ja wirklich jeden Haarschnitt. Das stimmt. Und dann ist das Sonderangebot natürlich weg. Stößchen, auf die schöne Staffel. Ist die lecker? Und an den Bart kann ich auch noch was machen.